So, das hilft mir auch nichts. Nee. Den scheiß Salbenmischer da nicht rein, so eine Scheiße. Ah, fuck. Das hat überhaupt nicht viel Geld gekostet. Scheiße. Frage ist halt, ob es sich lohnt, preistechnisch die Nebenwirkungen zu entfernen, weil das ist teilweise recht teuer. Oder ob es billiger ist, sie einfach drin zu lassen, weil dann zwar nicht so viel verkauft, aber sie halt billiger herstellt, so Salbe. Ach, das schon wieder. Moment. Ich baue es einfach nach da. Gar kein Problem nicht. Ah. Ich hätte vielleicht nicht gleich alles umbauen sollen. Ah, jetzt ist zu spät. Jetzt ist halt also meine, wenn man andere Mittel tickt, wo das als Nebenwirkung drin ist. Das Konzept wäre ja beliebigerweise, aber. Das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Weil man davon, glaube ich, auch recht viel dann verkaufen muss. Müsste. Gut, habe ich jetzt überall. Nein, da habe ich noch keine Salbe. Ich weiß nicht, ob das Spiel so weit durchdacht ist. So, da bekomme ich keinen Salbenmischer rein, leider. Ich brauche den schnellen Schüttler, Jungs. Ich muss mal ganz schnell schütteln gehen. Messierschwester Castrovo, Konzell ein Segen. Ja, also. Ich weiß nicht, ob das Spiel das berücksichtigt. Kann ich dir nicht sagen. Gut, ich habe mir jetzt nur minimal in Ruin getrieben mit dem Umbau. Das soll ich das nächste Mal überdenken. 40 ist doch recht viel. Na toll. Ich habe kein Geld, meine Dings. Kann ich neue Kredite aufnehmen? Ja komm, nimm hier mal einen Kredit auf. Nehmen wir erstmal einen Kredit auf und importieren wir den Scheiß da. Oh, das war vielleicht nicht so klug. 4 bis 8. Ja, gar kein Problem nicht. Wird auch schwierig, glaube ich, das herauszufinden, ob das geht. Mit der Stückzahl, die man so verkauft, wird das, glaube ich, nichts. Oh Gott. Jetzt mache ich gerade richtig hart Verlust. Das
erstmal diese ganzen Dinger da rauswerfen. Aber vielleicht auch nicht so klug, das umzubauen. Okay, ich muss jetzt auch gerade 2 Kredite bezahlen. Ne? War vielleicht auch nicht so klug. So, was haben wir da? Antibiotikum. 8, 12 bis 18. Die Konzentration doch nochmal bitte. Sind wir bei 10, dann muss er noch 2-mal hoch. Nicht mehr auf mir gegen Gränenangst und Bluthochdruck. Was? Was ist das denn jetzt für Unsinn? Sollten sich schon auf Medikamente verlassen. Na, Pillenverlängerung, hallo? Für ist er nicht schwanger geworden? Das müsst ihr im Kontext sehen. Wäre es doch nicht so klug, das umzubauen. Wie ich es mache, mache ich es falsch. Oh. Ich sollte das vielleicht auch zu Ende bauen. Ich muss bald vielleicht mal einen Kredit zurückzahlen, das wäre... Oh, das dauert 10 Monate. Gut, ich habe auch neue Forscher und alles angestellt, ne? Ja, Hauptsache Umsatz. Das ist das Einzige, was die Mission interessiert. Weil ich glaube, ich darf auch nicht pleite gehen. Würde ich jetzt spontan sagen. Oh, das soll ich vielleicht auch mal steigern. Wenn ich Punkte hätte. Ich kann noch keine Dinge erforschen. Ich könnte nicht die entlassen. Ich brauche die Punkte. Ich habe kein Geld. Holt mich die Realität wieder ein. Ah, hallo Schüttler. Ich würde gerne eine Forschungs- Produktionsbasis jetzt bauen, aber... Aber ich mache alles plus 6. Das ist nicht so viel, aber was willst du machen? 69... 78... Ah, das muss mal runter, das ist zu teuer. Kein Wunder, dass ich so viel Verlust mache. Gut, jetzt könnte ich... Nein, kann ich nicht, weil ich jetzt keine Socken mehr... So ein Kack, ein Dummer. Forschung. Dreizehn Vorräte, 6, 15. Das war ein bisschen Verarbeitungskosten senken. Aber ich brauche jetzt 2. Wo ich pleite gehe, 9 Monate, dann muss ich das zurückzahlen. Wenn nicht, bin ich glaube ich pleite, nehme ich mal an. Ich muss an meinen Skills hier noch arbeiten. Wir haben hier nur 6, 7. Das
kann ich bald zurückzahlen. Der andere läuft jetzt zum Glück noch eine Weile. Kostet dann auch recht viel. So, wann muss ich denn zurückzahlen? In 6 Monate. Zurückzahlen. Machen wir das mal gleich hier. Dann kann ich mir zwar nichts mehr kaufen, aber Details. So, sobald ich noch einen Forschungspunkt habe, muss ich mal weiter erforschen. Globalisierung. Für die... Ja, was auch immer. Gut. Ihr könnt nichts. Okay. Boah, 466 im Monat. Uff. Kann ich gleich Bankrott anmelden. Das geht ja gar nicht. Aber fast 700.000 Umsatz. Von wie viel ist das Minimum? 5 Millionen? Weil ich könnte den Kredit zurückzahlen. Ja. Dann mache ich aber immer noch einen Haufen Verlust. Oh, das kostet inzwischen auch so unnormal viel, hier überhaupt Grundstücke zu kaufen. Ich sollte da vielleicht noch einen Punkt rein investieren. Ich sollte den Kredit mal zurückzahlen. Was haben wir denn so inzwischen zum Angebot? Ja, auch Müll. Den gleichen Müll wie ich. Jetzt sah ich so aus, als würdest du die Kredite die ganze Zeit über ab. Oder in 9 Monaten ist der insgesamt komplett abbezahlt. Bei 167 täglich? Könnte hinhauen. Warte, hau das hin. 30 Tage. 270. 166 mal 2. Moment, das kann nicht stimmen. 217. Ja, doch, könnte hinkommen. Ja, aber ich muss halt täglich Geld zahlen. Das ist halt. Und 20% Zinsen ist halt auch eine Ansage, ne? Ich meine. Es wäre schon schön, wenn ich das jetzt mal früher abzahlen könnte. Ich möchte auch noch irgendwas mit dem Dreier. Ach, da unten ist ein Dreier. Lass uns mal einen Dreier machen. So. Irgendwo da verkaufe ich doch mal, das kann ich nicht weiter verbessern. Nee, irgendwo war doch was mit einem Dreier. Nee. Boah, ich Gicht vor. Ach ne, hier muss ich was schütteln. Richtig, richtig. Schütteln. Schütteln war die Ansage. Schütteln, bis diese... Bis die Raufenlarve gummiert ist. Nee, was? Oder so ähnlich. Gut, und dafür brauche ich einen Zweier. Das hier. Das muss ich einmal schütteln, dass es nach oben kommt. So, einmal schütteln. Ich muss es auch noch einmal nach oben drei verbessern. Weil das übernimmt dann die Stärke, ne? Verbessere ich es besser zuerst.
Idiot, ich muss das ja mischen. Ne? Was mache ich da überhaupt für einen Kack? Moment mal, du schüttelst doch in die falsche Richtung, oder? Moment, das ist ganz unten. Ah, fuck. Guck mal, Kommando zurück hier. Ich muss das schütteln. Moment, wir haben es gleich. Hallo Amix, was ist so lustig? Was ist, keine Ahnung. Amix findet irgendwas lustig. Nee, Moment, ich muss das da auf jeden Fall. Ich muss es nochmal schütteln. Ach, come on. Ich muss die Scheiße noch mehr schütteln. Gut, schütteln wir den Kack nochmal. So, ist es jetzt an der richtigen Stelle. Wenn ich das jetzt kombiniere... Nein, was? Mit Daniel war schon ein Licht. Ach, Junge! Es ist spät. Man merkt's. Dann muss ich das mixen, richtig. Ja, wir haben es bald. So mixe ich dann das jetzt schon mal so richtig. Ich hätte zwar diese Woche Urlaub, aber trotzdem. Hier gibt es keinen Spaß, wie oft denn noch? Was ist ein aus? Andersrum. Muss ich Scheiße andersrum mixen. Glaube ich. Ja. So sieht das doch gut aus. Halt. Oh. Ich soll vielleicht mal Wirkstoffe verkaufen. Verbessern. Gut. Jetzt haben wir das einmal verbessert. Jetzt muss ich. Ich könnte das vorher noch mal stärken. Stimmt, ich das vorher noch mal verdampfe, könnte ich das gleich noch mal verbessern. Wird es langsam platztechnisch kompliziert. Kann ich hier schon. Das brauche ich nicht, das kostet alles so einen Haufen Forscher. Machen wir hier Industriespionage. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Hatte ich die schon mal? Ich meine, wie immer das Wochenende mit Spaß anfangen. Ist das Wochenende? So, also wir verbessern das einmal. Drei. Und dann müssen wir das nochmal durch den Verdampfer jagen. Ich bin überfordert mit solchen Spielen, warum spiele ich das? Weil ich den Key umsonst bekommen habe. Ne? Verdammte Entwickler, hör doch mal auf, mir Keys zu geben. Oh, ach stimmt, das verdoppelt sich ja immer, okay. Ah, stimmt, 18.
Das muss es jetzt um mindestens 10 reduzieren. Drei. Sechs. Neun. Du musst mal woanders hin. 9, mindestens 3 mal, ne? Ja, also. Dann musst du in den Dissolver. Also musst du nochmal in den Dissolver. Ich glaube, das haut platztechnisch nicht mehr hin. Scheiße. Schwierig, so ein Medikament zu bringen. Will ich einfach zahlen und